Grüß euch! Und zwar möchte ich euch eine schöne Dehnung zeigen für Bobbys, das ISG-Gelenk. Ihr dürft euch ganz entspannt hinlegen, die Beine nebeneinander, die Arme lang machen und dann federn wir von rechts nach links rein. Schaut, dass die Hände mit den Handrücken am Boden liegen, die gegengleichen Schulter so weit wie möglich am Boden liegen bleibt. Und dann könnt ihr auch mal auf einer Seite verweilen und so 20 Mal reinfedern. Schaut, dass ihr nicht ins Hohlkreuz fällt, lieber zieht ihr die Beine ein bisschen näher her, falls es im Rücken schmerzt. Das auch so ein, zwei Minuten, wenn ihr Zeit habt, einfach rein lockern. Zweite, ein bisschen intensiver. Ihr überschlagt die Beine fest übereinander, Oberschenkel an Hintern oder vorderen Oberschenkel an Hintern, Oberschenkel und federt da rein. Falls es zu anstrengend ist, zu schwer, stellt den Fuß ab und federt so rein. Wenn es leichter ist, könnt ihr richtig rübergehen, sodass das Knie Richtung oben kommt. Auch natürlich wieder beide Seiten entspannt reinfedern. Geniale Sache bei ISG-Problemen, bei Bobbys verspannt. Dann dürft ihr liegen bleiben. Die Haxen nehmt ihr ein bisschen weiter auseinander, die Knie lassen wir entspannt. Ihr legt euch wieder hin mit den Händen Richtung Boden, mit den Handrücken und federt mit dem rechten Oberschenkel rein. Die rechte Hand legt er dabei am Bauch ab, sodass er so wenig wie möglich mit dem Bauch ins Hohlkreuz fällt. Ganz entspannt, die Bewegung soll aus dem Oberschenkel rauskommen. Einfach fallen lassen das Bein. Ihr müsst nicht runterdrücken, sondern einfach mal fallen lassen dürfen. Das gleiche natürlich auf die andere Seite oder mit der anderen Seite. Viel Spaß und eine schöne Zeit wünsche ich euch. Wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr gern unten klicken und uns abonnieren oder nach oben klicken und so seid ihr beim vorherigen Video. Viel Spaß! Tut euch, danke!